Hallo und willkommen zur neuen Folge Minecraft Sparkle und ich bin SG-Ladbox und wir fliegen heute wieder rum durch die Welt von Minecraft Sparkle mit unserem Super Jetpack, Leute. Ich glaube, hatten wir in Skatenboss hat kein Jetpack und da hatte ich nur meine Superflügel und Leute, man muss sagen, das Jetpack ist geiler als die Flügel, oder? Es ist geiler. Es ist deutlich geiler, Leute. Es ist einfach ein Jetpack, was soll man dagegen sagen? Ich hatte in keiner anderen Serie ein Jetpack. Also einen kleinen Applaus für Minecraft Sparkle. Okay, ich hatte schon ein paar Serien. Aber in keiner davor hatte ich ein Jetpack. Leute, also das ist schon mal eine Erweiterung. Aber was haben wir letzte Folge Minecraft Sparkle gemacht? Was haben wir gemacht? Ja, Leute, ich weiß, ich bin schlau, es auf jeden Fall, haben wir da gekämpft? Ich glaube schon. Da haben wir nicht gekämpft, da haben wir den Sohn von Ivan gesehen, Arnold und Caitlin. Und die haben uns gefragt, ob wir der Patenonkel werden wollen und ich habe abgelehnt, weil ich darauf keinen Bock habe und so, Leute. Ja. Und ja, wir haben den kleinen Arnold gesehen und vielleicht wird er irgendwann ein großer, fetter Kämpfer, Krieger oder so, Leute. Und dann hilft er uns im Kampf gegen Darth Mogi. Und ich hoffe, ihr habt es gehört. Bei mir ist zu Hause ein paar Randale. Aber egal, Leute, ich würde sagen, wir wechseln einfach unser Shirt. Und ich habe gerade Bock auf das Gapless-Shirt, Leute. Wie craftet man das, Alter? Wir müssen alle neu machen. Haben wir genug Gapless? Wir haben Iron haben wir und haben wir Gapples? Ich suche nach Gapples, das ist, habe ich im Inventar. Leute, wir müssen leider unsere Gapples opfern. 3 ganz Gapples. Leute, ich brauche neue Gapples. Und Leute, wir haben ein neues Gapples-Shirt. Leute, das Gapples-Shirt ist nichts mehr wert. Guckt es euch an. Es ist nichts mehr wert. So. Zack, Leute, wir haben ein neues Gap-Shirt. Das ist wieder was wert. Das alte Shirt war einfach nichts mehr wert. Das neue ist jetzt viel mehr wert als das andere, als das alte Gap-Shirt, Leute. Und darauf würde ich sagen, trinken wir erstmal eine Gap-Schorle. Ah, Leute. Gap-Schorle, immer noch das Beste. Und am besten ist immer noch die von Star Drink, die Gap-Schorle. Product Placement am Start. Herr Skelett Boys. Ja. Herr Officer. Leute. Sie sind verhaftet. Warum? Leute. Was? Warum hat Officer Tiger eine Waffe bei sich und verhaftet mich? Wegen Nichtbezahlung der Miete. Hä? Ich habe sie bezahlt. Leute. Kommen Sie mit auf die Wache. Hä, Leute? Sonst muss ich Sie anschießen. Okay, okay. Wir klären dort alles. Leute? Hä? Wir haben doch immer die Miete von Trump bezahlt. Oder sagt Trump trotzdem, dass wir die Miete bezahlt haben, dass wir nicht bezahlt haben, damit wir wegkommen, Leute? Und wir sollten ihm, glaube ich, folgen. Ach, da vorne ist er. Und Leute, Laggies am Start hier in Trumptown, damit der uns wegkriegt. Alter, ich hasse Trump. So. Ich hasse. Ja, ich komme ja schon. Guck, wenn ich renne, guck, ich bin schneller als du. Also kann ich mal Stopp machen und ich kann fliegen. Guck, wer muss offen? Hä? Hä? Herr Officer? Okay, ich weiß, dass Officer Tiger nur seinen Job macht. Aber den Move, den er macht, so kann es nicht weitergehen. Okay, er hat gesagt, was Trump macht, Leute. Wieso? Wir haben doch die Miete gezahlt, oder nicht? Habe ich eigentlich im April gezahlt, oder nicht, Leute? Und was will you the old officer so, Miss Anna? Okay, Leute. Wir haben einen neuen Gefangenen. Ich bin kein Gefangener. Hä? Ja. Herr Officer, Einschlag. So ins Büro. Oh oh. Er wird ziemlich
sauer. Ja, ich komme ja schon. Okay, ich setze mich einfach, Leute. So. Ich habe. Ah. Was? Setzen. Ich sitze. Sitze. Leute, ich kann heute richtig gut schreiben. So. Ich habe immer gezahlt. Hä? Wir müssen über Herrn Trump reden. Ja, was ist mit Donald? Leute, Donald! Okay, ich weiß, dass Trump kein guter Mensch ist. Hier und in Sparky nicht. Leute. Er kam heute zu mir, hat mir gesagt, sie haben keine Miete gezahlt von den letzten Monaten. Hä? Habe ich immer. Und es ist nicht sein Grundstück. Ich war vorher hier. Und ihr Gebiet gehört ja ihm, oder? Nein, es gehört ihm nicht. Er kam einfach und hat gesagt, es ist meins. Und er hat nichts gezahlt dafür oder so. Leute, weil Donald kam so, ja, ist mein Gebiet, ich hab's gekauft. So, du musst Miete zahlen. Sie meinen also, dass sie von Herrn Trump da waren? Ja. Ich wohne seit Monaten über ein halbes Jahr hier. So, okay, was schaut ihr jetzt? Aha. Aber Leute, seit wann wohnen wir jetzt? Wir wohnen seit Juli hier. Juli, August, September, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. Das sind einfach 11 Monate, geil. Oder? Ja. Hey, nein, no, 10. Halt, Leute, vergiss es, wir wohnen hier schon lange. Wir waren halt der Vorbesitzer und haben ein Recht auf das Haus. Okay. Und muss ich noch was zahlen? Okay, mir gehört das Haus, oder? Und wegen Gentalung der Miete des Grundstücks muss ich kurz unten schauen. Okay. Leute. Aber wir wohnen schon viel länger als Trump hier. Und das ist unser Grundstück. Es gehört mir, ich habe es gebaut. Er hat mir kein Geld gegeben oder dafür oder so, dass er jetzt da wohnen kann. Also ist es mal ins. Ups, da bin ich aufgestanden. Das wollte ich jetzt nicht. Na gut, ich mach mal die Türen zu. Also muss ich in den Knast. Muss ich jetzt in den Knast? Ja. Nein, ihnen gehört das Gebäude. Okay. Okay, Leute, das Haus gehört schon mal mir. Er darf da nichts sagen, weil sonst kann ich ihn anzeigen. Okay, das ist schon mal gut. Was war eigentlich mit dieser Mauer? Hat er mein Haus da beschädigt? Wenn nicht, kann ich ihn ja anzeigen. So, das Grundstück gehört Herrn Trump, wenn sie nichts mit ihm abgeklärt haben. Okay. Haben sie was abgeklärt? Nein. Leute, also, wenn wir nichts abgeklärt haben, gehört es ihm. Ja, haben wir, dass es meins ist. Leute, wir müssen ein bisschen lügen. Ich habe keinen Bock, Miete zu zahlen. Ich brauche mein Money noch. Wir müssen noch Unboxings machen. Und ich will nicht zahlen. Okay, Leute. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht zahlen oder so. Aber Leute, man muss sagen, der Officer ist schon mal besser als der in Skaten Wars. Officer Jenkins hieß der, glaube ich. Alter, Leute, ich habe keine Ahnung mehr. Ja, hieß. Also, müssen sie nicht zahlen. Es wurde nichts abgeklärt. Hä?
Wenn nichts abge... Hä? Es wurde doch was abge... Es wurde eigentlich nichts abgekehrt. Hä, muss sie jetzt nicht sein? Oder haben sie was schriftlich? Nein. Es gab nie was Schriftliches. Okay, Leute. Entschuldigen Sie. Was? Leute, die Logik geht nicht auf. Davon hab mich vertan. Was jetzt? Leute, wegen was hat der Junge sich jetzt vertan? Spaß. Aber wegen was hat er wieso hat sich jetzt Officer Tiger vertan? Sie müssen einen Vertrag von ihm unterschrieben haben, damit dass sie einverstanden sind, dass es ihm... Okay, Leute. Also, ich hatte keinen Vertrag. Also, gehört es mir. Jetzt das Grundstück gehört und sie dort es ihm... Was? Hier wohnen dürfen. Haben sie das unterschrieben? Nein. Er hat nur gesagt, dass es ihm gehört. Okay, Leute. Ich hoffe, er hat es jetzt verstanden. Ich hoffe mal. Hat Herr Trump irgendwas gemacht? Ja, eine Mauer um mein Haus gebaut, dass ich abbauen musste. Bei ihrem Grundstück irgendwas kaputt oder gebaut? Ja, die Mauer. Und dafür könnten sie ihn anzeigen. Ja, das will ich machen. Leute, wir zeigen Donald Trump jetzt an. Leute, ich will Geld von ihm. Er ist doch so ein Rich Man da hinten, Leute. Da wohnt Trump, der ist ja so ein Rich Man. Also, ich will den Jungen anzeigen. Ich will sein Money, Leute. Dann können wir wieder tolle Sachen machen. Weil er hat einfach eine Mauer um mein Haus gezogen, was ich jetzt nicht so geil finde. Okay, möchten Sie Herrn Trump anzeigen wegen der Mauer? Weil es Hausfriedens... Hausfrieden... Bauverletzung ist? Ja. Das will ich. So, Leute, wir haben es gemacht. Ich will von ihm eine Millionen. Okay, ich werde ihm eine Anzeige schreiben. Ich möchte dann eine Millionen von ihm haben. Leute, wir gönnen uns jetzt die 1 Million von Donald Trump. Gönnen wir uns jetzt, Leute. Wenn man so eine Stadt bauen kann, muss man auch paar Millionen auf dem Konto oder paar Milliarden oder einfach paar Trillionen auf dem Konto haben. Versteht ihr, Leute? Versteht ihr bestimmt. Wenn man ein paar Millionen auf dem Konto haben sollte. Und nicht. Haben Sie noch was wegen Herrn Trump oder wegen jemand in der Umgebung? Nein. Eigentlich, Leute, gibt's noch wen? Okay. Boafett abgekriegt. Tötet. Rest sind unsere Freunde mit jemand anderen aus der Stadt. Haben wir nichts gegen Morgé, können wir nichts machen, weil er nicht aus unserer Umgebung ist. Und Trump haben wir uns gekümmert. Nö, sonst gibt's nichts, Leute. Okay, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Okay, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Gucken wir mal bei den Verbrechern so, was so abgeht. Hier ist diese komische Frau. Wer ist da? Kakarago-Dingsbums. Und Leute, wo ist dieser Squid-Typi? Ist der... Okay, der Squid-Typi wohl also freigelassen, Leute. Das ist nice. Ich war traurig. Ich mochte den Squid-Typen. Er ist mir irgendwie schon ans Herz gewachsen, oder nicht? Leute, Alter. Aber was war das gerade? Wir haben einfach jetzt Trump angezeigt. Das ist schon irgendwie nice, Leute. Weil ich hoffe, wir kriegen einfach, wer sich so ein Tower, eine ganze Stadt bauen kann, mit einem Schild.
kann mal auch eine Anzeige kassieren und zahlen. Ich hoffe, seine Anwälte reden ihn nicht raus und wir müssen keine Gerichtshandlung machen und so, Leute. Und wir kriegen einfach das Geld von ihm. Mal schauen. Ich würde sagen, wir schließen unsere Tür. Damit keiner einbrechen kann. Okay, man könnte eigentlich von oben einbrechen. Leute, wir sind bei Folge 684 von Minecraft Sparkle. Und was ist? Wir haben immer noch nichts in unserer Decke. Leute, das ist irgendwie traurig. Ich habe eigentlich geplant, hier irgendwas hinzumachen. Muss aber sagen, das Dach ist schon irgendwie nice, Leute. Oder was meint ihr? Das Dach ist schon nice. Ach ja, ich kann hier fliegen. Bitte. Aber wir haben einfach immer noch nichts. Leute, ich würde sagen, mit diesem hohen Abschluss würde ich aber sagen, wer es gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Abonnieren. Und sonst sage ich nur ciao. Leute.